Gebäudeausrüstung gehört in unserem Fall die Heizung, die Lüftung, das Klima sowie auch die Elektrotechnik. Das Ziel der Planung ist, all diese Gewerke miteinander zu koordinieren. Und das ist gerade bei Leitungen, die im dreidimensionalen Raum mehrmals die Richtung ändern, gar nicht so einfach. Die BIM-Methode gibt uns die Möglichkeit, potenzielle Konflikte frühzeitig zu erkennen und die dann auch gemeinsam mit den anderen Planern zu lösen. Und das trägt zur Qualität am Bau bei, aber letztendlich auch zur Qualität im Betrieb. Der Mehrwert der BIM-Methode ist, dass wir in der Planung genauer sind und draussen auf dem Bau mit dem Laser effizienter und exakter arbeiten. Wir haben in unseren Fachmodellen Herstellerdaten, Typen, Anlagenummern oder auch Materialisierungen hinterlegt. Die Herausforderungen in der BIM-Methode sind ein paar Herstellerdaten, die nicht vorhanden sind, die wir auch selber heutzutage generieren müssen. Oder auch automatische Befestigungen, zum Beispiel am Stahlbau, die wir nicht automatisch generieren können. Die Herausforderung heute beim Modellieren von Leitungen ist natürlich ganz klar alles, was nicht sichtbar ist. Wir sind eigentlich mit sichtbaren Leitungen, sei es Kanal, Trasse, Rohr, die können wir gut abbilden. Wo wir noch Schwierigkeiten haben und nicht ganz einfach zu lösen ist, sind die Sachen, die im Beton unsichtbar verlegt sind. Und genau dort ist die Schwierigkeit, das können so darzustellen, dass es in der Realität entspricht, aber gleich von den Installateuren noch gelesen werden und umgesetzt werden. Wichtig ist, dass uns der Bauherr und der Betreiber relativ früh definieren, was sie für Informationen im BIM-Modell wollen. Einerseits brauchen wir die zum Bauen, für die Installateure vor Ort und andererseits natürlich später im Betrieb und Unterhalt. Wichtig ist, dass alle Informationen, die sie auf der Baustelle brauchen, auch im Modell sind. Beispielsweise fehlt eine Einlageleitung im Modell, dann fehlt sie ganz sicher auch auf der Baustelle. Weil die auf der Baustelle, die haben nur ein Modell zum Schaffen. Und wie das funktioniert, wie man rein modellbasiert bauen kann, das siehst du im nächsten Mal.